So, wir wollen uns in diesem Video nochmal mit den Ableitungen auseinandersetzen. Das normale Ableiten, das müsste in der Oberstufe eigentlich jeder inzwischen beherrschen. Das ist ja relativ simpel. Es gibt manchmal aber Funktionen, die kompliziert und schwierig aussehen und wo man dann nicht weiß, wie man sie ableiten soll. Ich habe hier vier schwierig aussehende Funktionen mal aufgeschrieben und möchte euch dann zeigen, dass diese schwierig auszusehenden Funktionen eigentlich genauso leicht abzuleiten sind wie die normalen Funktionen, die wir dann also im Alltag dann auch ableiten können. So, fangen wir einfach mal mit der Aufgabe an. Die Aufgabe a, f von x ist gleich Wurzel von x. Wer in der Mittelstufe aufgepasst hat, der weiß, dass wir Wurzel x auch als Potenz schreiben können. Das heißt, wir können f von x als eine Potenz mit einer Basis x und einem Exponenten hoch ein Halb. Das ist also genau dasselbe wie Wurzel x. Und diese Funktion kann man natürlich jetzt ableiten, denn diese Funktion ist eine Potenzfunktion mit einem Exponenten. Und wenn wir diese Funktion ableiten, dann gelten ganz normal die üblichen Ableitungsregeln. Der Exponent kommt nach vorne, die Basis x bleibt und der Exponent, der neue Exponent, der kommt dadurch zustande, dass ich vom alten Exponenten ein Ganzes abziehe. Wenn ich das ausrechne, habe ich hier ein halb x hoch minus ein halb. Wir sehen, dass die abgeleitete Funktion f' von x ist auch eine Potenzfunktion, wo im Exponenten auch ein Bruch steht, genauso wie hier oben. Nur mit dem Unterschied, dass ich hier minus ein halb habe. Und immer wenn ich einen Bruch im Exponenten habe, ist das immer eine Wurzel. Also das ist Wurzel x. Und da ich hier aber ein negatives Exponent habe, wird das immer dann in den Nenner geschrieben. Das ist dann immer 1 durch x, wegen diesem negativen Vorzeichen im Exponenten. Und dies das ein halb. Das wird einfach davor geschrieben und das ist dann meine neue Ableitungsfunktion. Die schreibe ich nochmal sauber hin. Das ist also, nein, das war jetzt Quatsch, 1 durch 2 mal Wurzel x. Und das ist die Ableitungsfunktion zu f von x. Damit wären wir mit der Aufgabe a fertig. Wir kommen jetzt zu der Aufgabe b. So, bei der Aufgabe b haben wir wieder eine Wurzelfunktion und zwar ist es die vierte Wurzel aus x hoch 3. Auch das müssen wir anders schreiben, damit wir das ableiten können. Und wie gesagt, in der Mittelstufe müsste das eigentlich schon behandelt worden sein. Die vierte Wurzel aus x hoch 3 kann man dann so schreiben. Das ist dann das x als Basis. Die 3 hier vom x hoch 3, die kommt in den Zähler. Und die vierte Wurzel, da mache ich mal einen Pfeil hin, damit man das sieht, kommt hier in den Nenner. Und diese 3 hier kommt in den Zähler. So habe ich also eine neue Funktion, beziehungsweise eine andere Schreibweise dieser Funktion. Und zwar habe ich hier eine Potenzfunktion nochmal. Das schreibe ich nochmal sauber hier unten auf. Das ist also x hoch 3 Viertel. Das ist also dasselbe wie die vierte Wurzel aus x hoch 3. Und das abzuleiten ist jetzt eigentlich auch relativ einfach. Der Exponent kommt nach vorne und vom alten Exponenten ziehen wir ein Ganzes ab, sodass dann rauskommt 3 Viertel x hoch minus ein Viertel. So, was bedeutet das? Wie können wir das jetzt als Wurzel schreiben? Also immer wenn ich hier im Exponenten einen Bruch habe, wissen wir, das ist eine Wurzelgleichung, eine Wurzelfunktion. Und die können wir jetzt wie folgt jetzt nochmal als Wurzel aufschreiben. Das ist also eine Wurzel. Der Zähler kommt über dem x als Potenz. Das ist 1, das können wir auch weglassen. Der Nenner hier im Exponenten, das ist also gibt den Grad der Wurzel an. Das ist also die vierte Wurzel aus x. Und da hier vor dem Exponenten noch ein Minus steht, muss das Ganze in den Nenner
Darüber kommt dann immer 1 durch. Und so sieht dann also sauber geschrieben dieses x hoch minus 1 Viertel aus. Das ist dasselbe wie die vierte Wurzel aus x und das in den Nenner geschrieben. Dieses 3 Viertel hier vor dem x in der Funktion, in der Ableitungsfunktion, ist dann, das kommt dann also nach vorne, das ist dann 3 Viertel mal 1 durch vierte Wurzel aus x. Und hier kann man Zähler mal Zähler rechnen, dann ist 3 mal 1 gleich 3 und 4 mal die vierte Wurzel aus von x. So sieht also die Ableitungsfunktion für die Aufgabe B aus. Jetzt kommen wir zur Aufgabe C. Vorher sollten wir das hier alles wieder wegradieren. So, bei der Aufgabe C habe ich also als Funktion 1 durch x hoch 3. Das x hoch 3, was abzuleiten ist, ist hier leider im Nenner. Das müssen wir aus dem Nenner rausholen. Das heißt, wir müssen das als eine ganz normale Potenzfunktion aufschreiben. Und das kann man also auch anders schreiben. Und zwar ist es das so, wird es so geschrieben, dass das x hoch minus 3 ist. Dieses Minus vor dem Exponenten bedeutet eigentlich, dass ich dann also einen Bruch habe und diese ganze Potenzfunktion kommt in den Nenner, allerdings dann ohne ein Minus im Exponenten. Also diese Schreibweise ist genau das gleiche wie gleich 1 durch x hoch 3. Und wenn ich das also in der Schreibweise habe, habe ich wieder also eine ganz normale Potenzfunktion mit einem x und einem Exponenten. Und wir hatten gesagt, dass die Ableitung dann so funktioniert, dass die Potenz, Entschuldigung, der Exponenten vorne kommt und dann vom Exponenten 1 abgezogen wird. Und hier machen viele Schüler den Fehler, dass wenn sie von minus 3 1 abziehen, haben sie minus 2. Das ist natürlich falsch. Wenn ich von minus 3 1 abziehe, habe ich natürlich minus 4. Ja, wenn ich 3 Euro Schulden habe und nochmal 1 Euro Schulden mache, habe ich natürlich 4 Euro Schulden. So, auch das kann man anders schreiben. Und wir hatten ja gesagt, wenn hier im Exponenten ein Minus ist, dann wird das Ganze unter einem Bruch geschrieben in den Nenner. Das ist dann immer 1 durch x hoch 4. Wenn das in den Nenner geschrieben wird, ist der Exponent dann nicht mehr negativ, sondern immer positiv. Und dieses minus 3 als Konstante kommt dann nach vorne. Und das können wir auch in den Zähler packen. Das ist dann minus 3 durch x hoch 4. Das ist also die Lösung für Aufgabe C. Eigentlich auch relativ einfach. Dann kommen wir zur Aufgabe D, aber vorher machen wir uns noch ein bisschen Platz. So, bei der Aufgabe D haben wir eine Logarithmusfunktion. Und wenn ihr in euer Formelbuch reinschaut, dann steht da, dass die Ableitung aus ln x ist immer gleich 1 durch x. Das heißt, beim ln x kommt dieser Teil immer in den Nenner. Allerdings haben wir hier eine Klammer. Das heißt, damit haben wir auch den Fall eines Kettenregels. Und hier müssen wir also die Kettenregel anwenden. Das heißt, wir müssen äußere Ableitung mal innere Ableitung nehmen. Die äußere Ableitung ist also das, was ich hier aufgeschrieben habe. Das heißt, ln x Quadrat plus 5x ist meine Funktion i von x. Dann ist die Ableitung i' von x gleich die äußere Ableitung und das ist dann 1 durch x Quadrat plus 5x. Das ist jetzt die äußere Ableitung mal, jetzt kommt die innere Ableitung, denn in der Klammer habe ich ja auch x und 5x. Das abzuleiten ist ja relativ einfach. Das ist dann 2x plus 5. Und das muss dann jetzt also multipliziert werden. Und dann haben wir hier die innere Ableitung ist dann 2x plus 5. So, das Ganze können wir hier in den Zähler schreiben. Dann kommt da raus 2x plus 5 durch x Quadrat plus 5x. Das ist die Lösung dieser Aufgabe. Also einfach dran denken, bei ln, wenn es nur ein x ist, ist die Ableitung immer 1 durch.
dann dem X und man muss dann, wenn es noch eine Klammer drumherum ist, muss man noch die innere Differenzierung der Klammer machen und dann hat man die Lösung. So, damit haben wir alle vier schwer aus oder kompliziert auszusehenden Funktionen jetzt abgeleitet. Ich hoffe, ihr habt gesehen, die sind gar nicht so schwierig zu lösen. Man muss nur wissen, wie man diese Funktionen anpackt und einige Regeln beherrschen und dann hat man eigentlich damit keine Probleme. Ich werde jetzt ein zweites Video machen, da wird es darum gehen, dass ich hier noch schwierigere Fälle bespreche. Schwierige Funktionen zum Beispiel derart, dass f von x ist gleich x Quadrat plus e hoch x Quadrat plus 1. Oder wie kann man diese Art von Funktionen dann lösen? Das ist dann x mal Sinus x in Klammern hoch 2. Wie kann man also diese Art von Funktionen ableiten? Das werde ich dann im nächsten Teil machen. Danke fürs Zusehen bisher. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mich ruhig an. Falls euch das gefallen hat, drückt bitte auf das Like, auf den Like-Button. Ansonsten wünsche ich viel Erfolg bei der nächsten Klausur.